Guten Morgen. Ich begrüße Sie zu diesem etwas längeren Video, also muss es wohl sonntags sein, denn sonntags gibt es längere Videos. Ich möchte mich heute einmal mit der Thematik der Umstellung von Kassensystemen zum 30.09.2020 befassen und den Sachen, die Sie gegebenenfalls jetzt schon mal anschieben könnten, beziehungsweise wo Sie sich auf jeden Fall vielleicht mal zeitnah darum kümmern sollten. Die Hoffnung darauf, dass das Kassengesetz jetzt im Rahmen von Corona gestrichen wird, die Hoffnung kann man wahrscheinlich fahren lassen. Ich zitiere gleich mal aus einem Schreiben. Und zwar hat sich der Deutsche Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik e.V., so etwas gibt es, beim Bundesfinanzministerium bezüglich der Umsetzung erkundigt, ob die jetzt geplant ist oder nicht. Ja, es antwortet hier ein Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums und sagt, ich bitte Sie daher, Ihre Mitglieder im Hinblick auf das Auslaufen der Frist am 30. September 2020 darauf hinzuweisen, nunmehr alle Voraussetzungen zur Aufrüstung der Kassen bzw. Neuanschaffung von Kassen vorzunehmen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Notwendigkeit einer Verlängerung der einer Nichtbeanstandungsregelung seitens des Bundesfinanzministeriums der Finanzen nicht gesehen wird, und bitte Sie, Ihre Mitglieder hierüber entsprechend in Kenntnis zu setzen. Das ist ja schon mal eine relativ deutliche Aussage. Das Schreiben bzw. den Link auf die Seite packe ich Ihnen mal unten in die Beschreibung. Tja, was sollte man jetzt machen? Da das ja doch für die Betreiber von Kassensystemen möglicherweise eine tiefgreifende Veränderung bedeutet, würde ich im ersten Step mal Ihren Steuerberater kontaktieren. Der wird Ihnen relativ genau sagen, denn der kennt Sie, wie das jetzt mit Ihrer Kassenführung aussieht. Ob Sie um die Nummer rumkommen oder nicht, da halte ich mich raus. Das sollten Sie bitte mit Ihrem Steuerberater klären. Falls es dann so ist, dass Sie Ihre Kasse umrüsten, aufrüsten oder neu anschaffen müssten, wäre im ersten Step vielleicht einmal die Anfrage bei dem Programmanbieter Ihres jetzigen Kassenherstellers oder Kassensoftwareherstellers oder auch Ihrer Warenwirtschaft, Ihres ERP-Systems, denn die sind genauso davon betroffen, wie das da mit Umstellungsmöglichkeiten aussieht. Auch das sollte relativ zeitnah passieren. Sofern Sie den Anbieter der Software wechseln müssen, müssen Sie ja auch gegebenenfalls, sofern vorhanden, Stammdaten, Artikel etc. pp. In das neue Kassensystem übertragen. Und bis zum 30.09., heute ist der 5.07., ist natürlich auch nicht mehr viel Zeit. Um was dreht es sich da im Prinzip? Ich zitiere da lieber mal eben aus einem Schreiben. Also die ganze Sache nennt sich Kassensicherungsverordnung, Kassensich-V, das ist also die gesetzliche Grundlage. Dazu hat man sich folgende Vorschriften bzw. Pflichten überlegt. Einführung einer technischen Sicherheitseinrichtung für elektronische Kassen, TSE, Datenübermittlung an das Finanzamt über eine einheitliche Schnittstelle, zu jedem Geschäftsvorfall muss ein Beleg ausgestellt und ausgehändigt werden, Belegausgabepflicht, kennen wir ja schon, bon, bitte drucken. TSE-fähige Kassen müssen dem Finanzamt gemeldet werden. Okay, was bedeutet das? Eine technische Sicherheitseinrichtung ist im Endeffekt, einfach ausgedrückt, ein Verschlüsselungssystem, das alle Ihre Buchungen oder auch Stammdatenänderungen so abspeichert, dass sie nicht manipuliert werden können. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen als USB-Stick, Speicherkarte. Ich packe Ihnen da unten in die Beschreibung mal einen Link auf einen Hersteller, damit Sie ungefähr mal sehen können, wie sowas überhaupt aussieht. Die Datenübermittlung an das Finanzamt über eine einheitliche Schnittstelle bedeutet im übertragenen Sinne, der Betriebsprüfer oder ein Mitarbeiter des Finanzamtes kommt rein und sagt so, guten Tag, Finanzamt, ich möchte jetzt mal die Daten Ihrer Kasse mitnehmen. Schreiben Sie mir die bitte mal auf einen USB-Stick. Das wird im Regelfall ein USB-Stick sein, gebrannte CDs möchte das Finanzamt auch nicht mehr wirklich. Und dann müssen Sie in der Lage sein, das zur Verfügung zu stellen. Diese Daten werden in einem bestimmten Format zur Verfügung gestellt. DSFIN-VK-Verfahren, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das muss Ihre Kasse dann können. Sonst führt das natürlich zur obligatorischen Schätzung seitens des Finanzamtes. Was dabei rauskommt, brauche ich Ihnen ja nicht zu erklären. So, Belegausgabepflicht, Papierbon oder elektronische Form, das bleibt Ihnen überlassen. Es muss aber ein Bon ausgestellt werden und Sie müssen, wenn Sie eine solche Kasse betreiben, dieses auch dem Finanzamt melden und auch da ist der Stichtag der 30.09. Es gibt da wohl meines Wissens, wenn ich nicht völlig falsch liege, noch eine Übergangsregelung für ältere Kassensysteme, wo der Hersteller sagt,
Das System ist 10 Jahre alt und nicht aufrüstbar. Da müssten Sie den Steuerberater fragen, wie sich die Sache da weiterentwickelt hat. Da habe ich also keine besonderen Informationen. Mein letzter Kenntnisstand ist, dass auch solche Kassen bis 2023 im Rahmen einer Übergangsregelung ausgetauscht werden müssen. Ja, das ist mal so grob die Auswirkung des neuen Kassengesetzes. Das könnte auch einen gewissen Aufwand darstellen, vor allem für diejenigen, die jetzt im Endeffekt PC-gestützte Systeme verwenden, dass da gewisse Anpassungen vor allem beim Systemwechsel vorgenommen werden müssen. Ich werde Ihnen zu dieser Thematik unten in die Beschreibung noch ein paar Links reinpacken. Die könnten Sie sich mal anschauen, wenn Sie daran Interesse oder auch die Zeit dafür haben. Ich werde Ihnen auch mal den Artikel einer IT-Fachzeitschrift veröffentlichen. In dem Interview geht es darum, was man noch für Möglichkeiten hätte oder nutzen könnte, wenn man seine Kasse jetzt computergestützt aufbauen muss. Das ist gegebenenfalls mal ein interessanter Denkansatz. Vielleicht kann die Kasse ja auch noch ein bisschen mehr als kassieren und Bons ausdrucken. Zahlungen, Gutscheine etc. pp. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich das einfach mal an. Ja, damit hätte ich jetzt, ich schaue noch mal eben in meine Checkliste hinein. Damit dürfte ich eigentlich so ziemlich alle erstmal relevanten Themen angefasst haben. Ja, damit endet dieses Video und ich wünsche Ihnen noch einen weiteren schönen Sonntag, obwohl das Wetter hier in Rheine aktuell nicht wirklich prickelnd ist.